Was geht ab, ey? Voll geil. Tschüss. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ich bin wieder extremst gut gelaunt. Ich hoffe, ihr merkt, ihr seht und ihr fühlt das auch. Wahrscheinlich sitzt ihr so zu Hause und spürt das so an euren Haut. Keine Ahnung, Alter, was laber ich schon wieder? Das Video ist keine Minute lang und ich laber schon wieder mehr Müll als die Müllabfuhr. Krank. Auf jeden Fall, liebe Freunde, haben wir uns hier heute versammelt aus einem sehr coolen Grund eigentlich. Und zwar beginnt bald wieder die neue Staffel von GNTM 21/2021. Und ich habe mir alle Kandidaten rausgesucht. Insgesamt 32 Stück Kandidatinnen. Und die schauen wir uns alle heute an. Alle 32 Stück. Also ihr habt alle schon mal dann gleich die Instagram-Profile von den Mädels. Direkt mit am Start habe ich euch mit rausgesucht. Also ich hatte Hilfe. Ich habe so eine Fanpage gefunden, die schon alles geleakt hat und so. Leute, ihr kennt den. Ich werde auch jedem Girl meine Potenzialbewertung geben. Also die Bewertung von 1 bis 10, wie viel Potenzial ich finde, dass sie es schafft bis ins Finale. Also wie viel Potenzial sie hat. Wisst ihr, was ich meine? Und das Coole ist, nach GNTM oder während GNTM läuft, kann man dann gucken, wie richtig ich war und so weiter beispielsweise. Aber ich würde sagen, wir schnacken gar nicht fackeln lang rum. Es wird sich jetzt erstmal ein Tee eingeschüttet. Ich hoffe, ihr habt euch alle Snacks gemacht, geholt und euch es euch gemütlich gemacht, liebe Freunde. Schenkt euch einen Tee ein, macht euch kurz einen Tee. Wir müssen einfach so ein bisschen diese entspannten Vibes hier in 2021 mit uns bringen. Hier, alles andere bringt ja mal gar nichts. Ich würde sagen, wir fangen an mit der ersten Kandidatin, Ellie. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, sie heißt Ellie. Ellie ist hübsch. Ellie ist hübsch, muss ich ehrlich sagen, liebe Freunde. Ich weiß nicht, das ist mir jetzt auch gerade ein bisschen unangenehm. Wenn hier gleich so ein Girl kommt, wo ich so denke, so schüsch, ne? Dann kann ich ja nicht sagen schüsch, ne, oder? Ja, okay, mal gucken, liebe Freunde. Auf jeden Fall, Ellie ist hübsch, hatte ich schon gesagt. Ja, ich finde, sie hat so ein bisschen dieses Model-Ding auf jeden Fall im Gesicht. Dieses Arrogante, wisst ihr, was ich meine? Das, was man so ein bisschen braucht, dieses... Also, ich sehe Ellie im Finale, sie kriegt von mir eine Potenzialbewertung von 8. Von 10. So, wir haben Larissa. Larissa. Ja, Larissa, liebe Freunde. Ach, ich hätte das Video gar nicht drehen sollen. Ich merke schon, das ist sehr schwierig, bei sehr hübschen Mädels ruhig zu bleiben. Nein, Spaß, liebe Freunde. Aber Larissa ist auf jeden Fall hübsch. Muss man sagen, wie es ist. Potenzial ins Finale zu kommen. Ich weiß nicht. 7 von 10. Oder auch eine 8 von 10, liebe Freunde. Eine 8 von 10, sage ich mal. Okay, it's Suline. Vielleicht heißt sie Suline. Ich weiß es nicht, wie sie ganz heißt. Wir sehen halt gerade nur ihren Instagram-Namen. Aber man sieht, sie hat schon Model-Erfahrung. Und da diese krank markante Gesicht. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, jedes Model hat ein markantes Gesicht, ne? Alles andere würde keinen Sinn machen, wenn ein Model kein markantes Gesicht, oder? Ich habe keine Ahnung, was ich labe. Auf jeden Fall, liebe Freunde, sage ich, sie ist mit einer 7 von 10 Potenzial meinerseits. Next one. Jasmine Jüttner. Jasmine. Jasmine. Jasmine ist bis jetzt so die, wo ich finde, sieht am basicsten aus nach so einem German Girl, was auf Dings auf dem Land wohnt. Wisst ihr, was ich meine? Das ist Jasmine für mich gerade. Aber Jasmine ist auch sehr hübsch. Ich sag Potenzial, dass sie im Finale landet, 6 von 10. Weil die Mädels davor hatte ich schon eher so drin gesehen. Wisst ihr, was ich meine? Alex Maria ist, was ich vorhin mitbekommen habe, Transgirl. Auch extrem hübsch, liebe Freunde. Ich kann mir vorstellen, dass Alex so ein bisschen für Turwurbel sorgen wird. Wisst ihr, was ich meine? Diese macht so ein bisschen Wind in den Laden. Ich glaube, sie können schon weit vorne mit dabei sein. Ich sage Finale 7 oder 8 von 10. Könnte ich mir vorstellen. 8 von 10, liebe Freunde. Wir loggen ein. So. Linda Voilet. Linda kommt aus Bonn oder hat das Bild zumindest in Bonn geschossen. Ist sehr, ich habe for real erst auf den Namen geschaut und habe dann erst gemerkt, dass da sehr viel freie Haut ist, liebe Freunde. Das muss ich mit der Redaktion erstmal nochmal abklären. Aber wenn wir uns jetzt mal nur aufs Gesicht beschränken, liebe Freunde, auch sehr hübsches Gesicht, sehr hübsche junge Frau. Was glaubt ihr? Linda sieht für mich auch ein bisschen aus nach so einer Zicke, sage ich euch ehrlich. So eine, die so ein bisschen reinkacken könnte oder die so ein bisschen auch für Welle sorgen könnte. Also hier ist nichts böse gemeint. Wenn ich sage reinkacken, ich meine das nicht böse, ne? Linda ist meiner Meinung nach mit einer 8 von 10 mit dabei
im Finale ungefähr, schätze ich mal. Romy, die Romy ist mit am Start. Auch wieder basic, finde ich. Ich finde Romy auch wieder sehr basic so. Aber interessantes Gesicht. Ich sag mit einer 7 von 10 ist Romy auch mit dabei, liebe Freunde. Ashley-AMG. Auf jeden Fall der heftigste Name bis jetzt. Ashley, auch sehr interessante Ausstrahlung, liebe Freunde. Kennt ihr das, wenn ihr jemanden seht und ihr wisst nicht, ob das eher so die dauerfröhliche Person sein wird in der Sendung oder ob es eher die oberzickige Person sein wird? Das kann ich gerade nicht einschätzen, aber mit einer 7 von 10 Potenzial ist Ashley, glaube ich, auch im Finale, meiner Meinung nach, liebe Freunde. Ich muss jetzt auch bald mal ein bisschen schlechtere Bewertungen verteilen hier auch, ne? Anna Martinovic. Anna auch, sieht auch so aus, als hätte sie Model-Erfahrung. Krass, ne? Aber auch übel das hübsche Gesicht. Ich sage auch 8 von 10. Nee, ich gebe keine 8 von 10. Ich gebe jetzt mal eine 6 von 10. Einfach aus Prinzip. Obwohl Anna... Ja, aber 6 von 10, doch, ich glaube an dich, Anna, 8 von 10. Romy, liebe Freunde, habe ich schon Romy gesagt? Kommt aus Köln tatsächlich, ist die Freundin von einem Kollegen von mir, von Stefano. Ich wusste gar nicht, okay, auf einmal, sie ist GNTM-Kandidatin, sehr, sehr wild. Romy, sage ich, ist mit einer 9 von 10, wenn nicht sogar 10 von 10, sage ich, Romy schafft es ins Finale, liebe Freunde. Sehr, sehr krasse Ausstrahlung, auch wenn ihr mal auf ihr Insta-Profil geht und so ein bisschen die Bilder durchschaut. Sehr starke Ausstrahlung. Wie sie sich beim Modeln anstellt, weiß ich nicht, aber ich gebe eine 10 von 10 rein ins Finale. Kölner Support, liebe Freunde. Lillian Maxwell. Jetzt ist die Frage, ob ihr das wirklich ihr Nachname ist oder irgendwie Spitzname oder so, oder ob sie einfach so Fan von diesem Rapper Maxwell ist. Ja, Lillian, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich weiß auch nicht mal, ob das ihr voller Name ist. Auf jeden Fall auch sehr, sehr hübsch. Mein Schuh wollte sich auch kurz melden. Sehr, sehr hübsches Gesicht, liebe Freunde. Sehe ich auch irgendwie fast mit so einer 8 von 10 im Finale, ne? Sehr, sehr schwierig. Sehr, 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 sehr. Das ist, wir haben vielleicht jetzt zwar erst die Hälfte der Mädels, aber das ist schon eine krasse Dings. Auswahl dieses Jahr, ne? Miriam. Einfach nur Miriam. Ja, ich gehe mal davon aus, sie heißt Miriam, liebe Freunde. Hä, sie sieht aus wie so eine Prinzessin aus so einem Disney-Film. Krass, ne? Was es für Menschen auf dieser Welt gibt, die wir alle noch nie gesehen haben und die einfach so Dings, diese andere hübsch sind. Wow. Ich weiß nicht, ich kann nicht jedem eine gute Bewertung geben. Ich gebe der Miriam eine 7 von 10. Ist auch schon sehr stark, liebe Freunde, aber ich muss auch ein bisschen jetzt aussortieren, wisst ihr? Okay, Elisa. Elisa war da in Cala Ratllada in Spain. Geilster Ort in Mallorca. Wilder Ort. Man sieht von Elisa jetzt leider nicht so viel, weil sehr viel Schatten im Gesicht ist. Ich hau jetzt mal eine 6 von 10 raus. Einfach auf Dings. Sagt mir mein Bauchgefühl. Wisst ihr, was ich meine? Ich kann die Leute, was soll ich sagen? Das ist ja nur Potenzial, wie ob sie ins Finale kommt, ne? Und das kann man ja anhand eines Bildes gar nicht erkennen, weil du nicht weißt, wie sie sich anstellt, wie sie läuft, wie sie beim Shooten ist und wie sie allgemein modelt und so weiter und so fort. So, Chanel. Chanel? Heißt sie Chanel? Junge, kranker Name. Chanel. Heißt einfach wie so eine Luxusmarke. Chanel hat krasse Augen. Das, was mir jetzt gerade so als erstes direkt aufgefallen ist, diese grünen, poha, die können einen aufessen, diese Augen. Schüch. Interessant auf jeden Fall, aber ich gebe auch eine 7 von 10. Weil mir fehlt ein bisschen, mir fehlt gar nichts, liebe Freunde. Ich habe keinen Plan, aber Bauchgefühl sagt wieder 7 von 10, okay? Vibin Nessa. Ich glaube mal, sie heißt Vanessa. Vibe Nessa. Nessa, Vanessa. Vanessa? Mal ein ganz anderer Charakter hier in der Runde, aber auch interesting, sehr interesting. Und bei solchen Leuten, wo man am Anfang nicht so weiß, das sind meistens die, die bei den Shootings krass was aus sich rausholen. Sage ich euch, wie es ist, liebe Freunde. Ich bin gespannt, liebe Freunde. Ich sage Finale 5 von 10. Ich glaube nicht, dass es bis ins Finale zieht, aber könnte gut sein. Ich bin gespannt. Jasmin. Mina, Jasmin Mina. Oha, liebe Freunde. Ich glaube, wir lassen es unkommentiert, einfach mit einer 8 von 10 Potenzial, dass sie ins Finale kommt, und machen schnell weiter. So, Luca. Sie hatte leider ihr Instagram-Profil auf privat, deshalb gibt es dieses Bild von der Fanpage, bei der ich das Ganze entdeckt habe. Und sie, krass hübsches Gesicht auch, ne? Wenn man so genauer hinguckt, schaut mal genauer. Genau, krasses Gesicht. Ich sag auch mit einer 5 von 10. Oder 6 von 10. 6 von 10 bis ins Finale. Mal gucken. Okay, Ricarda.Nina. Ricarda, auch interessanter Charakter. So auch so ein Gesicht, was nicht 0815 ist, was man jeden Tag auf der Straße sieht, ne? Also sehr, sehr interessant. Kriegt von mir aber auch eine 5 von 10.
Potenzial, das im Finale ist. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sie so ein bisschen so für Turbo-Bobe sorgen wird, liebe Freunde. Die wird ein bisschen Turbulenzen machen, oder? Sieht ein bisschen aus wie eine Dings. Turbulenzerin. Oh! Ha! Okay. Samantha, liebe Freunde. Samantha, ich wollte dir nur kurz sagen, dass auch in der Videobeschreibung ist auch mein Instagram verlinkt. Und auch hier, ich blende es extra für dich ein. Okay, liebe Freunde. 9 von 10? 10 von 10? Boah, es ist mir gerade unangenehm. Ich finde sie sehr hübsch, Leute. Es ist ein sehr hübsches Mädchen. Ich könnte mir vorstellen, wenn sie sich richtig anstellt, 10 von 10 rein ins Finale. Let's go. Okay, Nana Fofana. Nana Fofana. Nee. Fofinu. Nana Fofana ist auch im Finale, sage ich. Sehr interessante Ausstrahlung. Und das erste Mädchen, was lacht hier auf einem Bild, ne? Ich sag, mit einer 9 von 10 ist sie auch dabei. Finale, liebe Freunde. Dasha. Die war da gerade im Phantasialand, die Dasha, mit ihrer Apple Watch und Jeansjacke am Flexen. Skü. Okay, Dasha, 6 von 10. Dasha sieht ein bisschen aus wie meine große Schwester, okay? Also, meine Schwester hätte überhaupt gar kein Potenzial, ins GNTM-Finale zu kommen. No front, aber sie ist nicht der Typ so, ne? Also, Potenzial 6 von 10 hätte meine große Schwester nicht mal. Die hätte so 1 von 10. Liebe Freunde, was haben wir hier? Mareike, die hatte auch ihr Profil auf privat. Deshalb gibt es nur dieses Bild, auf dem man so gut wie gar nichts erkennt. Könnte für mich auch eine der turbulenten Girls sein. Von Aussehen her, jetzt nur von oberflächlich betrachtet. All das schon alleine krass, dass ich oberflächlich Dings sage, wie ob die für Turbo-Wurbe sorgen könnten oder nicht. Mareike, dadurch, dass dein Profil nicht öffentlich war und wir gerade kein gutes Bild hier haben, gibt es leider eine 5 von 10 Potenzial, ins Finale zu kommen. Oha! Amina. Mhm. Okay, Amina hat ein sehr hübsches Gesicht, sehr Dings. Soll man sagen, sehr aussagekräftiges Gesicht. Wisst ihr, was ich meine? Sehr klein, fein, aber aussagekräftig. Ich sag, Amina ist mit einer... Boah, ich weiß aber nicht, ob sie sich durchboxt ins Finale. Ich sag 6 von 10. Weil ich weiß nicht, ob sie es schafft, sich durchzuboxen bis ins Finale, liebe Freunde. Nicht böse gemeint, aber 6 von 10. Wer hat diese Bilder ausgesucht? Redaktion! Alex. Nicole. Wir nennen sie jetzt einfach Nicole, liebe Freunde. Wir gucken mal, ob von Nicole auch ein anderes Bild noch da ist. Oha, ja. Voll das hübsche Gesicht. Düsseldorf, gar nicht so weit entfernt, liebe Freunde. Nein, aber for real. Alexa oder beziehungsweise Nicole oder wie auch immer. Sie sieht für mich schon jetzt aus wie so ein krasses Model. Wisst ihr, was ich meine? Sie sieht so aus, als wäre sie schon in ein paar Magazinen gewesen. Deshalb von mir auch eine 10 von 10, dass sie im Finale ist. Also eine 100%ige Wahrscheinlichkeit, glaube ich, dass sie ins Finale kommt. Mal gucken, liebe Freunde. Wir lassen uns überraschen. Okay, da kann ich jetzt irgendwie Azula vielleicht. Vielleicht ist der Name Azula. Auch sehr interessanter Charakter. Schon wieder was ganz anderes, so mit Tattoos und so. Interessant, liebe Freunde. Auf der Waschmaschine. Am Flexen, am Viben. Ja, 8 von 10. 8 von 10. Ohne groß reden. Sarah. Sarah ist die Liebe von nebenan. Die kleine Nette von nebenan. Wisst ihr, was ich meine? Das ist die Lieblingsenkelin. Aber könnte auch so die sein, die am Ende alle Jobs kriegt. Wisst ihr, was ich meine? Die jeden Job bekommt. Ich gebe Sarah eine 9 von 10. Ich habe das Gefühl, sie ist mit dabei oben, liebe Freunde. Maria. Okay, Maria aus Flensburg. 6 von 10, liebe Freunde. 6 von 10? 6 von 10. 6 von 10. Frey Arsliff. Okay, da kann ich jetzt gar keinen Namen rauslesen aus dem Instagram-Namen. Aber wieder jemand mit vielen Tattoos. Ich sehe das Potenzial, ins Finale zu kommen, nicht so hoch. Das Problem ist, ich sehe jetzt gerade das Gesicht auch sehr geschminkt und nicht so entspannt geschminkt. Und deshalb, ich kann es gerade nicht so gut einschätzen. Aber ich gebe eine 5 von 10, liebe Freunde. Ich glaube nicht, dass es bis ins Finale reicht. Aber ich bin mir nicht sicher. Könnte auch sein, dass sie am Ende Top-Kandidatin ist, ne? Das ist immer schwierig einzuschätzen. So, Lena Schreiber. Wir haben noch Lena und noch zwei Girls und dann ist schon vorbei. Lena, nice. Nice. Ich meine jetzt halt nice das Gesicht und auch die Art und Weise, wie sie gerade in die Kamera guckt. Man merkt auch Model-Erfahrung beziehungsweise sehr fotogen. Fühle ich anders. Finde ich sehr nice. 10 von 10. 10 von 10, Finale. Let's go. Liebe Freunde, Mira Carlotta, mal was anderes, mit kurzen Haaren. Wahrscheinlich wird sie auch in der Staffel dann kurze Haare haben. Umstyling, liebe Freunde. Umstyling. Ihr wurden die Haare abrasiert. So ein Ding ist das.
wahrscheinlich. Oh oh, oh oh. Aber auch interessanter Charakter. Könnte ich mir auch weit vorne vorstellen. Geben wir eine 8 von 10, liebe Freunde. 8 von 10. Kommen wir zur letzten. Sarah Ullmann. Oha, was eine geile Haarfarbe. Krank. Und das Gesicht erinnert mich voll an jemanden. Also an jemanden, den ich, glaube ich, persönlich kenne. Aber ich habe Sarah jetzt noch nie gesehen in meinem Leben, glaube ich. Aber sehr, sehr interessanter Charakter. Leute, ich kann mir diese Fotografenbilder richtig gut vorstellen bei ihr. Ich sag auch, sie ist weit vorne mit dabei. 9 von 10. 9 von 10, liebe Freunde, kriegt die Sarah von mir Potenzial, dass sie im Finale landet. Ey, was sagt ihr? Ich habe leider, die Kommentare sind leider deaktiviert von YouTube, as always. Vielen Dank an der Stelle. Aber sagt mir gerne mal auf Instagram, ich blende euch mal hier ein, schickt mir mal gerne eure Favoritin. Schickt einfach einen Screenshot von eurer Favoritin und warum sie eure Favoritin ist. Ich finde, Romy war sehr weit vorne dabei und auch die, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß. Ich bin sehr vergesslich, was es angeht. Aber alle mit 9 von 10, 10 von 10 bin ich mir sehr sicher, die landen im Finale, liebe Freunde. Sind wir mal gespannt? Sind wir mal gespannt? Fingers crossed an alle Mädels. Das waren gar kein Mädchen von GNTM, jetzt irgendein Disrespect oder irgendwas in die Richtung. Genau im Gegenteil. Lasst es ordentlich krachen. Ich wünsche euch das Beste, dass ihr da ordentlich auseinandernehmt. Und ansonsten, liebe Freunde, ich bin gespannt auf eure Meinung. Schickt sie mir, wie gesagt, auf Insta. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr den Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Jeden Tag um 14 Uhr kommt ein neues Video für euch. Es lohnt sich. Wir sehen uns morgen wieder beim neuen Video. Haut rein. Guck, ich tanze tropisch. Guck, ich tanze tropisch. Guck, ich tanze tropisch. Ja, der Pegel utopisch. Guck, ich tanze tropisch.